Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bausimulator mit mir zusammen. Ich bin der Danny Spitters. Wir sind ja beim letzten Mal hier stehen geblieben und sollen jetzt das Pflanzengut liefern. Und das werden wir jetzt tun. Ich wünsche euch viel Spaß mit Folge 4 und legen wir einfach mal los, würde ich sagen. Wenn wir jetzt hier im Navi folgen, dann tun wir das natürlich. So, schauen wir mal, wo uns das Ganze hinführt. Ups. Oh, jetzt wurde ich bestraft. Das ist natürlich weniger schön. Naja, auch sowas gehört dazu. Hätte jetzt nicht gedacht, dass das wirklich so relevant ist, aber anscheinend wird das doch hier in diesem Spiel berücksichtigt, wenn man mal über Rot fährt oder so. Finde ich auf eine Art richtig gut. Das macht das Spiel noch realer. Warten wir halt mal auf hier bei Rot. Nein. Hier habe ich das Gefühl, ich fahre in die völlig falsche Richtung. Soll ich hier? Was ist denn das für ein Käse? Warum führt mich das Navi hier hin? So, dann fahren wir einfach mal zu dem blauen Punkt. Ich weiß nicht, warum mich das Navi da zu der Brücke da geschickt hat, aber ja. Was ist denn? Ich nicht verstehe.
Meine Güte. So, da vorne soll es irgendwo sein. Weil wir wissen, wie hier der Blinker und so weiter alles angeht. So. Warten wir einfach mal. Schauen wir mal, ob wir hier so einen Baum finden, so einen Jungbaum. Oh, was ist denn jetzt schon wieder los hier? Wochen. Jungbaum. Den wollen wir haben. Keine Lieferkosten, automatisch beladen. Ja, das machen wir. So. So, der ist da drin. Gut, dann können wir jetzt. Ach, wir brauchen zwei, oder? Baum. Ja, wir brauchen zwei. Nehmen einfach mal zwei mit. Steht ja nur für zwei. Machen wir zur Kasse. Kommen wir eigentlich zur Schnellreise, und zwar sollen wir ja zur Parkanlage. Dann gehen wir da mal hin. So, welchem Fahrzeug hole ich die denn jetzt da runter? Der Weiße garantiert nicht, ich nehme mal den Bagger hier.
Soll das funktionieren? Ach, den Kran jetzt. Ich versuch's einfach mal mit dem Kran. Da machen wir es mit dem Kran. Wunderbar, funktioniert doch. Meine Güte. Dahin, runter. Klasse, jetzt musst du nur noch alle Baumaschinen von der Baustelle fahren und dann zu mir kommen. Sehr schön, dann haben wir das auch erledigt. Dann machen wir jetzt folgendes, jetzt sind wir jetzt XT wieder zurück. Und ganz auf Fahrmodus. Wenn du eine gemietete Baumaschine nicht mehr benötigst, gib sie über deinen Fuhrpark an den Fahrzeughandel zurück. Ja, dann machen wir jetzt mal eben folgendes. Und zwar werden wir zum Fahrzeughandel schnell reisen und eben die gemieteten Fahrzeuge wieder ab, damit das nicht mehr Geld kostet. So. Was haben wir denn gemietet? Kann man den auch mal wieder abgeben? Ja, anscheinend nicht. Okay, dann gehen wir hier wieder zurück. Komm mal zur Schnellreise. Sind die Leute wieder?
kümmerst dich um deine Bohrmaschinen. Warte mal, okay. Fahren wir mal zu unserer Firma. Ich stehe jetzt lang. Mein Gott, erst zeigt er darum, dann darum. Ich muss mal. Sorry, ich gehe gerade nicht mehr durch. Hä, was zum. Da steht Hafe, toll. Auftrag abgeschlossen. Das war gute Arbeit. Die Erdbauwalze wäre eine gute Erweiterung für deinen Fuhrpark. Solltest du dich dafür entscheiden, eine Bohrmaschine zu kaufen, bekommst du diese beim Fahrzeughandel. Alles klar. Ich würde gerne ein paar Maschinen wieder loswerden. Kann man das irgendwie? Muss ich irgendwie die Dinger wieder loswerden? Gibt's doch gar nicht. Aber sagt mir mal, wie kann man gemietete Fahrzeuge wieder loswerden? Fuhrpark, da. Die möchte ich gerne wieder zurückgeben. Bräuchte aktuell nicht. Da geht's, jetzt habe ich es gefunden. Den Baggerlader möchte ich. Achso, der ist meiner, ja klar. Erdbauwalz haben wir gekauft. Die haben wir gekauft, dann gehen wir die zurück. So. Die haben wir gerade gekauft. Der ist eh unser. Der sowieso. Alles klar, dann haben wir das. Das haben wir schon mal erreicht. Drei Baumaschinen. Kaufe Firmengelände, Auftrag Expansion. Halt noch ein paar Aufträge erfüllen. Margenbau. Machen wir auf Kehrstraße. 100.000, 100.000 Bauabschnitte. Aber erstmal Garagenbau.
Materialien. Irgendwas geht da. Okay. Machen wir das mal. Empfohlene Bohrmaschine, Zugmaschine. Okay. Habe ich den jetzt angenommen? Ja, habe ich. Okay. Als nächstes bauen wir eine neue Garage. Dort stand zuvor ein Carport, der allerdings vom Sturm zerstört wurde. Für die neue Garage brauchen wir Wände aus der Fertigwandfabrik. Also wappne dich mit Zugmaschine und Materialauflieger für einen größeren Transport. Miete einen Materialauflieger, dann geht's ab zum Fahrzeughandel. Jetzt. Ja. Und zwar brauchen wir ein Materialauflieger. Dann eine Zugmaschine. Maschine mit Kram? Nee. So eine. So, zurück. Steige in die Zugmaschine. Da würde ich ja gerne. Ist da plus, sie steht. Am Fahrzeughandel. Garantiert. Da mal hin. Geht man. Steige in die Zugmaschine. Ja. Steigen wir mal in unseren Scania. Schickes Foto. Oder? Was sagt ihr? So. Materialliga auf die ankoppeln, ist klar. Da brauchen wir nur gerade rückwärts fahren. So, auf geht's. Aus. Ja, komm schon. Muss ich da ausholen hier? Kollege, was ist mit dir los? Gasbelast rechts. Nicht anfassen. Eine Stunde unfallfrei gefahren. Neue Errungenschaft. Wunderbar. Sehr schön.
schöne Art. Ach ja, der Verkehr. Mein Gott, stehst ja bis Ostern noch. Alter, was haben die denn für Beschleunigung? Entschuldigung, ey. Ewig, bis die mal auf Tempo sind. Schicker Kreisverkehr. Hier kaputt, ganz ehrlich. So, sind wir auch gleich da. Ah, boah. Bisschen optimistisch gelenkt. So, da wären wir. Fertigwandfabrik. Das ist die Fertigwandfabrik, ja. Betritt die Fertigwandfabrik. Kauf die Fertigwände. Gucken wir das mal. Hier rein. Wo ist hier der Eingang?
ist seine. Ja. So, haben wir die jetzt gekauft? Ja. So, das wäre erledigt. Fahre auf dem Rückweg noch beim Baustoffhandel vorbei und besorge uns die restlichen Baumaterialien. Na klar doch. So, dann fahren wir jetzt eben zum Baumarkt. Sehr schön, aber schön ausholen. Uah, nicht, dass mir gleich der Kram von der Auflieger fällt. So, dann sind wir jetzt auch gleich da, 500 Meter ungefähr noch. Jede Ampel ist rot.
So, das ist wieder war hammergeil. Ein super Baumarkt. Fast über Rot gedonnert. Drehen wir da einfach mal. Dann schauen wir mal, was wir da kriegen. Diese Stiefel sind zum Laufen gemacht, 10 Kilometer gelaufen. Das ist doch mal geil. So, was brauchen wir denn jetzt überhaupt? Moment mal. Nee. Wir brauchen... Nein. Fertig, wenn der Materialanlieferung. Einmal Deckenelemente und Bewährungsgitter. Jeweils einmal. Okay. Also Deckenelemente. Mal das. Gut, jetzt zeige ich das aus. Einmal das. Gut, dann haben wir das. Kasse, das Ganze kostet uns Tacken. Haben wir das auch. Dann fertig, wenn der liefert. Das machen wir. Steigt doch ein. Nicht mehr so weit. Geht schon wieder auf den Arm zu. Wahnsinn, wie schnell das hier geht. So, da müssen wir hin. Ich weiß nicht, ich muss da parken. Gottes Willen. Ah. Das wird witzig. Beweg dich auf der Baustelle neben den Kranplatz und halte. Okay. Alles weg. Soll ich da? Stehe ich jetzt richtig oder nicht?
denke mal. Nee, das sieht doch nichts. Hä, was zum... Bin nicht mehr durch hier, sorry. Nicht mehr durch. Ich muss da wirklich anders schon drin parken. Mein Gott, ey. Ja, sorry. Da andersrum drin stehen. Einmal drehen. Sorry, ich blick grad nicht mehr durch hier, ey. Hier, so geht das. Ja, da muss mir auch mal einer sagen.
Sorry Leute, da war ich. Ja, ich höre euch schon. So. Heilige Scheiße, ne? Das soll gut gehen. Ein Stück noch da, sonst nehme ich nehme, gleich die Laterne mit. Hoch. Ein Stück. Vorbei. Ja. So, dann nehmen wir jetzt das hier. Oho. So, dann fehlt nur noch eine Sache. Thank you.
Zuerst muss der Bauplatz freigeräumt werden, bevor wir hier richtig loslegen können. Rückstände entfernen. Machen wir das wieder nach oben. So. Schauen wir mal. Prozent. Wunderbar. Transportrahmen. Fertig, Wandelement, Holztafel. So. So, wir sind noch nicht. Ach Gott, die müssen wir jetzt rein. Ach, ich kriege einen Kotzreiz. Oh Gott. Ja, Kran. Nein. Fehlt ja noch witzig. Drei Stück. Die Kleine muss auf jeden Fall da vorne rein. Pro Kopf, klar, logisch. So, dann drehen wir den ganzen Kram mal. Richtung. So. Rein. Runter. Ein bisschen nach da schwenken. Könnte das sogar passen. Dann gehen wir mal runter. Ah, scheiße. Ist hier noch. Bis hier müssen wir noch. Mal runter. Immer noch nicht. Falsche Seite, Mensch. So, hoch. Dann nehmen wir die anderen beiden Wände. Das ist noch spaßig. Da brauchen wir ja gar nicht dran drehen, da brauchen wir erstmal nur rüberschwenken. Ah, andere Seite. So, jetzt hier nach oben. Richtung. Oder machen wir jetzt hier andere Seite, das ist eigentlich auch scheißegal. So, runter.
Gott, nicht so einfach. So, jetzt muss ich nach da. Das passiert ja gar nicht. Ist da falsch, ich Trottel? Boah. Kann das ja auch nicht passen. Mein Gott, bin ich heute blöd. Sorry. Ist aber einfach so. So, passt das auch. So, das haben wir. Deckenelemente platzieren. Ach Gott.
ich ja einfach nur rüberschwenken, ne? Rüberschwenken, gerade machen, runterlassen. Ja, wie musst du es jetzt da drauf? Andersrum wahrscheinlich. Meine Güte. Scheiße. Dann. Warum dreht er sich denn ständig mit? So, das liegt. So, das muss jetzt jeweils außen hin, ne? Ja, also drehen wir die ganze Geschichte. Runter.
andere Seite. So, die sitzt auch. Weil ich hundertprozentig das reingestellt hier noch, aber scheiß drauf. Gleiche Grün hier mit. Wieder überschwenken. So. Der Kran kann jetzt wieder abgebaut werden. Das funktioniert genauso wie das Aufbauen. Das habe ich mir gedacht. Steigen wir aus. Gehen auf Demontieren. Bereich räumen. Okay, das Gespann von Zugmaschine und Materialauflieger brauchen wir nicht mehr. Du kannst beide über das Fuhrpark deine immer zurückgeben. Nun benötigen wir etwas zum Betonieren. Ja, das ist natürlich sehr schön. So, das heißt, wir gehen erstmal wieder zu unserer Firma zurück. Und erledigen uns dann deren der Zugmaschine und dem Auflieger. So. Da erstmal rein, ich will das wieder loswerden. Da müssen wir uns gleichzeitig einen Betonmischer mieten. Dann war es das, glaube ich, auch erstmal für heute. So, jetzt gehen wir mal auf. Warte. Das ist jetzt hier. Da. Können wir wieder zurückgeben. Auch. So. Den Kran weiß ich noch nicht, ob wir den jetzt noch brauchen. Weiß ich nicht. Lass mal noch mal. So, dann gehen wir zum Fahrzeughandel. Wir müssen uns einen Betonmischer mieten. Betonmischer. Betonmischer. 2700. So. Bitte. Nun brauchen wir Beton. Müssen wir uns erstmal wieder zum Fahrzeughandel begeben, weil der natürlich da steht. So, und das machen wir aber dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Steigen jetzt hier in unserem Betonmischer ein. Da würde ich sagen, das machen wir, wie gesagt, in einer der nächsten Folgen. Ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich sage bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Habt noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Ciao, Servus und Tschüss.